Einen schönen guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren. Mein Name ist Christoph Leichtbeiß und im Namen von CashKurs und meiner Person darf ich Sie sehr herzlich zur heutigen Online-Konferenz begrüßen. Steuern vermeiden, Familienvermögen erhalten, ein Thema, was die Gemüter im aktuellen Umfeld erhitzt. Wir werden uns das aktuelle Umfeld anschauen, vor allem die Stimmungslage, aber natürlich dann sehr schnell zu den praktischen Überlegungen und auch zu den Gestaltungsideen kommen, die im aktuellen Umfeld anzubringen sind. Die Online-Konferenz wird aufgezeichnet werden. Sie haben im Nachgang die Möglichkeit, auf CashKurs sich diese anzuschauen. Fragen können Sie jederzeit über die Funktion der Software stellen und ich werde diese dann am Ende des Webinars beantworten. Grundsätzlich gilt, wie bei jedem Beitrag oder bei jedem Artikel, das können natürlich nur allgemeine Informationen sein. Eine persönliche Beratung ist natürlich nicht zu erwarten und dementsprechend sind das heute Impulse, Denkanstöße und Ideen, die zur weiteren eigenen Überlegung gedacht sind, respektive die mit Steuerberater, Rechtsanwalt und Finanzdienstleister entsprechend zu besprechen. Von der Technik sollte es gut funktionieren, zumindest bei mir sieht das alles sehr vernünftig aus, sofern zwischendurch mal technische Probleme sein sollten. Man kann das ja heute bei der Bandauslastung nie ausschließen in Deutschland. Geben Sie bitte einfach ein kurzes Feedback eben über die Chat-Funktion dementsprechend. Ich werde mir das dann anschauen. Ansonsten ist die Dauer mit rund einer Stunde geplant, aber natürlich auch davon abhängig, welche Fragen kommen, respektive wie gut wir im zeitlichen Kontext voranschreiten können. Also, steigen wir schon direkt ein. Ich denke, ein Großteil der Teilnehmer ist da und wir wollen ja nicht die bestrafen, die pünktlich sind. Von daher, wir blicken zunächst mal auf die Einordnung des heutigen Themas. Und was Sie hier sehen, ist ein Ausschnitt aus einem Inhaltsverzeichnis einer Vermögensstrukturplanung. Und da sehen Sie Schritt 1 Finanzplanung. Man erstellt einen Vermögensstatus, man blickt auf die Liquidität, man beschäftigt sich mit Fragestellungen der Risikobereitschaft. Einerseits finanziell als Persönlichkeitsmerkmal, andererseits objektiv auf Basis der konkreten Situation. Man macht sich darüber Gedanken, welche Renditen und Risiken verschiedene Anlageklassen tragen, wie man diese messen kann. Und dann sehen Sie bei den Umsetzungsfragen, also ganz unten, nachdem man alles Wirtschaftliche diskutiert und besprochen hat, kommt die Thematik Berücksichtigung steuerlicher Aspekte und rechtlicher Themen. Also von daher, wir haben heute natürlich den Fokus auf viele Überlegungen, die auch eine steuerliche Thematik haben, die auch das Thema Vermögensabgabe, Vermögenssteuer als theoretisches Konstrukt beleuchten. Aber ich wollte es hier nochmal sehr deutlich machen. Das Wesentliche ist natürlich die wirtschaftliche Betrachtung. Das sollte immer an oberster Stelle stehen, kann aber natürlich heute auch im Gesamtkontext der Zeit nicht behandelt werden. Von daher diese Einordnung. Die soll nochmal sehr klar und deutlich sein. Die heutige Agenda dementsprechend sehr fokussiert. Ich möchte den Fokus auf die praktischen Erwägungen legen, auf die Diskussionen, auf die Punkte, die ich in den vergangenen Wochen auch mit Steuerberatern, Rechtsanwälten, mit vermögenden Familien geführt habe. Was sind da so die Bedenken? Was sind da die Stimmungen? Wie können Lösungsansätze aussehen? Dementsprechend zunächst mal die Stimmungslage im Überblick. Was ist das so für ein Bild, was sich vielleicht ergibt und auch im nächsten Schritt gleich zu zeigen, in dieser vielleicht aufgeheizten Stimmung. Wir sind alle etwas genervt von Corona und den anderen Themen, mit denen wir konfrontiert sind. Viele Themen sind ordnungspolitisch momentan ja doch sehr schwierig. Das ging los mit der EZB-Thematik, die Euro-Krise, Nullzinsphase, Anleihekäufe durch die Europäische Zentralbank. Das war natürlich für viele schon ein Störgefühl. Die Target-2-Salden als großer Diskussionspunkt in der Ordnungspolitik. Dann die Thematik rund um die Migrationskrise 2015. Jetzt haben wir schon über ein Jahr das Thema Corona mit verschiedenen politischen Themen, die Belastungen auch, die jeder vielleicht wirtschaftlich oder auch zusätzlich psychisch und gesellschaftlich beachten muss. Sie alle werden die Diskussion im Freundes- und Bekanntenkreis kennen. Also dieses Umfeld macht es natürlich auch schwierig, einen kühlen Kopf zu bewahren. Und wenn wir uns über langfristige Vermögensstrukturierung auch aus steuerlicher und rechtlicher Perspektive Gedanken machen, dann brauchen wir natürlich eine Objektivität. Und wie Objektivität nicht aussieht, da habe ich ein paar Beispiele dabei. Dann ein Praxisbeispiel.
warum Finanzplanung sehr wichtig ist, wenn wir uns über Vermögensstrukturüberlegungen und Steuerbelastungen unterhalten und danach noch einige Beispiele und Gestaltungsüberlegungen aus der Praxis. Also beispielsweise, warum kann der Nießbrauch an einem Wertpapierdepot eine sinnvolle Überlegung sein? Sind Versicherungsstrukturen so schlecht wie ihr Image? Und inwieweit sind dann Familiengesellschaften oder sogenannte Familienpools vielleicht auch ein Instrument, was ganz sinnvoll sein kann, um verschiedene Ziele hier zu erreichen? Also, das soll die Agenda sein. Sehr knackig. Wir könnten da tagelang über die Inhalte sprechen und dementsprechend haben wir jetzt hier natürlich die wesentlichen Punkte aus einer sehr hohen Flughöhe für Sie zusammengefasst. Die aktuelle Stimmungslage. Die stellt sich so dar. Das ganze Thema hat ja stark begonnen im Frühjahr letzten Jahres. Das war eine Ausarbeitung vom Wissenschaftlichen Dienst des Bundestages, das sehr prominent durch die Medien und auch die sozialen Medien gegeistert ist. Konkret ging es darum, zu prüfen oder zu plausibilisieren, inwieweit eine einmalige Vermögensabgabe zur Bekämpfung der wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie relevant ist. Der Hintergrund hier sehr simpel. Die Politik hat sich ja aus verschiedenen Erwägungen dazu entschieden, Gesellschaft und Wirtschaft in verschiedene Lockdowns entsprechend hier zu verfügen. Im Umkehrschluss haben wir gewisse Stützungsmaßnahmen auch gesehen. Die Staatsverschuldung ist entsprechend angestiegen und man stellt sich natürlich nur die Frage, wer soll die Staatsverschuldung tilgen? Und dementsprechend geht es dann auch darum zu sagen, na, wäre denn eine Corona-Abgabe, wäre das dann verfassungsgemäß? Und dieses Thema wurde diskutiert. Und da hat man schon gemerkt, auch in Deutschland, dass viele, zumindest aus unserem Mandantenkreis, Familien, die sich lange mit da beschäftigt haben, wie beziehen wir die Familie, die anderen Familienmitglieder, die Ehepartner, die Kinder in die Vermögensstrukturierung mit ein, also häufig Überlegungen aus einer erbrechtlich-schenkungsrechtlich motivierten Perspektive, plus vielleicht auch gewissen einkommensteuerlichen Erwägungen, dass die dann doch einen kleinen Kicker bekommen haben durch dieses Thema Vermögensabgabe. Also wie gesagt, Sie sehen, das ging entsprechend hier schon los. Von der Vermögensabgabe einmalig sind wir bei der Vermögenssteuer. Das ist natürlich auch ein großes Thema. Sie wissen, die Vermögenssteuer in Deutschland ist nicht abgeschafft, sondern sie wird lediglich nicht erhoben. Sie können auch das Vermögenssteuergesetz problemlos noch im Internet entsprechend finden mit den verschiedenen Paragraphen. Und jetzt sehen wir entsprechend in den aktuellen Wahlkampfprogrammen der Parteien, sei es bei den Grünen, sei es bei der SPD, bei der Linkspartei ist das natürlich ohnehin klar, sehen wir eben wieder dieses Thema Vermögensteuer, was alles in allem natürlich in die Kerbe schlägt, die letztendlich sagt, wir haben entsprechende weitere Aufgaben zu belasten. Wir haben Kosten der Flüchtlingsintegration, wir haben höhere Kosten des Klimawandels, wir haben Kosten durch das Thema Corona, wir haben einen Investitionsstau in der deutschen Volkswirtschaft und dementsprechend sollen eben die Leistungsträger, sei es gemessen am Einkommen, sei es gemessen an der Vermögenshöhe, die sollen da jetzt eben höhere Anteile entsprechend zahlen. Sie kennen ähnliche Themen aktuell von Joe Biden entsprechend in den USA. Also das ist das große Thema, was wir hier eben sehen. Und ich habe es jetzt exemplarisch mal von der SPD mitgebracht. Sie kennen diese Slogans, die Superreichen, das 1%, das besitzt ein Drittel des gesamten Vermögens. Dann sagt man, naja, auch die OECD fördert Deutschland immer wieder auf, mal Vermögen angemessen zu besteuern. Dann gibt es die Hinweise darauf, dass ja die Schweiz eine Vermögenssteuer hat. Dazu muss man aber auch wissen, in der Schweiz werden beispielsweise Kapitaleinkünfte, die aus Kursgewinnen resultieren, nicht besteuert. Also da wird sehr viel vermischt und sehr viel unterschiedlich auch dargestellt im Wahlkampf. Teilweise ist es schwer einzuordnen. Weiß man es einfach nicht besser oder ist es einfach politisches Kalkül? Auch diese Diskussion, man muss Kapitaleinkünfte höher besteuern, weil 25% sind ja weniger als der Steuersatz, der auf Arbeitnehmereinkommen anfällt. Typischerweise eben 42 respektive 45%, dann plus Solidaritätszuschlag. Aber hier wird dann gerne vergessen, dass wenn ein Unternehmen in Deutschland 100 Euro Gewinn macht, dann haben sie 15% Körperschaftssteuer, darauf Solidaritätszuschlag, dann sind sie bei 15,825%. Dann haben sie noch die Gewerbesteuer je nach Hebesatz, dann sind sie roundabout bei 30% Steuerbelastung auf Unternehmensebene. Dann bleiben von 100 Euro Gewinn 70 übrig. Und wenn Sie diese 70 ausschütten und der Gesellschafter oder der Aktionär darauf nochmal Abgeltungssteuer entrichtet, dann haben Sie nochmal 25%
auf diese 70. Und wenn Sie das zusammen addieren, dann sind Sie bei fast 50% Belastung. Und das wird dann doch gerne auch unterschlagen in der Politik. Und so dementsprechend die Betrachtungsweise wäre sie sinnvoll. Also Vermögenssteuer, auch ein großes Thema. Man wird darüber diskutieren. Kann sie erhoben werden? Was ist gerecht? Wie geht man mit unternehmerischem Vermögen dementsprechend um? Weil klar, 1 Million Euro auf dem Bankkonto oder in beliebig veräußerbaren und teilbaren Wertpapieren sind anders einzuordnen als 1 Million Verkehrswert oder steuerliche Bemessungsgrundlage, die sich ergibt, weil Sie ein Unternehmen haben, was beispielsweise, sagen wir mal, ja, 200.000 Euro Gewinn macht und dann über ein Ertragswertverfahren ein Vervielfältiger zu einem theoretischen Wert von 1 Million Euro kommt, aber zu diesem Wert können Sie es nicht verkaufen, da müssen Sie wieder Gutachten machen, um einen niedrigeren Wert zu belegen. Also diese Punkte, die müssen wir an dieser Stelle uns eben auch klar machen. Ich bekomme gerade die Mitteilung, dass der Bildschirm nicht zu verfolgen ist. So, meine Damen und Herren, da sind wir wieder beisammen. Vielen Dank für den Hinweis, dass Sie den Bildschirm nicht sehen konnten. Das macht natürlich nicht so viel Sinn. Dementsprechend werde ich jetzt noch mal kurz die Sachen auch erläutern, weil sonst ist, glaube ich, ein bisschen schwierig zu folgen, selbst wenn Sie aufmerksam zuhören. Also die Einordnung des Themas noch mal ganz klar, wie eben dargestellt im Schnelldurchlauf. Zuerst die wirtschaftliche Betrachtung, Finanzplanung, dann die Fragestellung, wie soll Ihre Anlagestrategie strukturiert sein? Da gehören viele Aspekte dazu. Ertragserwartungen für die verschiedenen Vermögensklassen, die Definition, wie Sie Risiken messen. Und wenn wir das alles getan haben, dann sind wir bei den Umsetzungsfragen. Und innerhalb der Umsetzungsfragen haben wir eben die heute besprochenen Themen, steuerliche und rechtliche Aspekte zu berücksichtigen. Dementsprechend die Agenda eben besprochen. Die Stimmungslage, wie eben schon ausgeführt, das war, glaube ich, auch ohne Bildschirm sehr gut nachvollziehbar. Hier nochmal der Flyer von der Webseite der SPD. Ich glaube, auch das nochmal ein gutes Thema. Aber wir wissen auch, dass das Thema Ungleichheit auch vor Corona bereits ein großes Thema war. Hier ein Ausschnitt einer Studie der OECD aus dem Jahr 2019. Sie sehen hier auf der linken Seite die Verteilung des Wohlstandes gemessen. Also wie viel haben die 10% der reichsten Haushalte am Gesamtvermögen, das Ganze eben entsprechend auch hier nochmal für die Einkommensseite. Und da sehen wir eben schon, dass Vermögen natürlich nicht gleich verteilt sind. Und das fällt jetzt natürlich in der allgemeinen Wahlkampfthematik plus der gestiegenen Diskussion rund um die Staatsverschuldung, wer die Corona-Verschuldung zurückführt, auch die angesprochenen Themen wie die Finanzierung von Klimawandel und anderen Punkten, die sind hier natürlich zu berücksichtigen. Also dieses Thema war auch schon vor Corona ein Punkt und ist natürlich nun im Kontext der aktuellen Wahlkampfaspekte nochmal ein größeres Thema. Wir sehen also diese Diskussionen oder vielleicht auch Meinungsmache auf allen Kanälen. Die Kernfrage, müssen die Reichen mehr abgeben? Die Frage natürlich auch immer, wer ist denn reich und ab wann ist man reich? Auch da scheiden sich ja bekanntlich die Geister. Viele fühlen sich mit 5 Millionen Euro Vermögen nicht reich. Aus steuerlicher Sicht sind sie das vielleicht auch. Und vielleicht auch mit dem Blick auf die Durchschnittsvermögen der Bevölkerung ist man es tatsächlich. Aber wenn Sie eben im Ballungsgebiet wohnen und das Einfamilienhaus dann schon 1 Million Euro kostet, dann relativiert sich vielleicht die ein oder andere Betrachtung. Also das hier die Stimmungslage und wenn man sich nun eingekesselt fühlt und sich die steuerlichen Entwicklungen in Deutschland betrachtet, dann stellt man fest, 2005 Einführung des Alterseinkünftegesetzes. Wir haben gesehen, dass die Renten höher besteuert werden. Wir haben gesehen, dass Versicherungen nicht mehr steuerfrei vereinnahmt werden können. 2009 die Abgeltungssteuer, der Tod des steuerfreien Zinseszinseffektes durch die Abschaffung der Spekulationsfrist von 12 Monaten, eigentlich damals ein Privileg für Investmentfonds. Das hat man dann kassiert mit der Investmentsteuerreform 2018, indem man das begrenzt hat auf 100.000 Euro. Auf der Kapitalgesellschaftsebene das Thema Streubesitzdividende, was zu höheren Belastungen führt. 2016 im Sommer andere Bemessungsgrundlagen für die Bewertung von Betriebsvermögen, insbesondere die Thematik Verwaltungsvermögen nochmal verschärft. Und wenn man dann sagt, meine Güte, in Deutschland, jetzt reicht's mir, jetzt ziehe ich weg, jetzt haben wir auch noch Diskussionen rund um die Verschärfung der Wegzugsbesteuerung, der Blick ins Außensteuergesetz
zeigte man hier sehr klar, was der deutsche Staat natürlich vermeiden will, ist, dass man über 20, 30 Jahre in Deutschland steuerfreie Reserven aufbaut. Also Sie gründen beispielsweise eine GmbH oder haben sie gegründet vor 30 Jahren, haben damals 50.000 D-Mark, heute 25.000 Euro Stammkapital entsprechend hier als Kapital aufgebracht. Und heute könnten Sie diese GmbH für 10 Millionen Euro verkaufen. Dann haben wir ja 9.975.000 Euro Reserven mit drin. Die sind steuerverstrickt, haben eben noch keiner Besteuerung unterlegen. Und da will man natürlich nun nicht, dass diese stillen Reserven, die noch keiner Besteuerung in der Bundesrepublik Deutschland unterlegen haben, dass die dann eben nicht versteuert werden, weil sich der Steuerpflichtige durch einen Umzug ins Ausland seiner Steuerpflichten hier entsprechend entzieht. Dementsprechend, darauf zielt das Thema Wegzugsbesteuerung ab. Dann gibt es gewisse Stundungsregelungen. Es müssen gegebenenfalls Sicherheiten gebracht werden. Hier gibt es auch gewisse Verschärfungen. Also der Blick rein auf die politischen, steuerlichen Rahmenbedingungen, wenn man hier sehr kritisch ist, der scheint sich doch stark einzuengen. Und das ist vielleicht auch der Grund dafür, warum die Thematik rund um Familienstiftungen im Ausland momentan sehr stark en vogue scheint. Sie werden zumindest sehr stark eben auch diskutiert, ob das für wirklich die großen Teile der Bevölkerung, die sich damit momentan auch beschäftigen, wirklich relevant ist oder ob das nur so eine Mode ist, das werden wir mal abwarten. Aber es passt eben sehr gut in das aktuelle Stimmungsbild hier hinein. Das Takeaway an dieser Stelle, nur damit wir die Begrifflichkeiten klar haben, Vermögensabgabe, typischerweise einmalig. Tendenziell muss sie wohl aus Verfassungsgründen zweckgebunden sein. Die Bemessungsgrundlage einer solchen Vermögensabgabe wäre wohl die Substanz, also quasi das Vermögen, was man ermittelt nach gewissen Maßstäben, eine sogenannte Bemessungsgrundlage. Aber das wäre wirklich dieses Thema einmalig, typischerweise. Kann sein, dass man sie einmalig bemisst, aber sagt, naja, wir nehmen das Vermögen zu einem gewissen Stichtag, ziehen gewisse Freibeträge ab, abhängig von des Familienstandes oder der Vermögenshöhe und dann sagt, naja, wir haben einen gewissen Wert festgestellt und der ist jetzt unverzinst über 10 Jahre zu zahlen. Also bedeutet nicht, dass es sofort fällig sein muss. Da gibt es unterschiedliche Ausgestaltungsvarianten. Vermögensteuer, typischerweise jährlich wiederkehrend auf die Substanz. Sehen wir gleich im Praxisbeispiel, wie sich sowas konkret auswirken könnte und welche Implikationen das für die weitere Gestaltung hat. Erbschaftsschenkungssteuer, typischerweise anlassbezogen, also anfallbezogen, immer dann, wenn jemand bereichert wird durch Erbschaft, Schenkung oder Vermächtnis, dann schaut man, wie hoch ist die Bereicherung, wie ist die steuerliche Bemessungsgrundlage, welcher Freibetrag kommt gegebenenfalls zum Tragen und dann darauf wird ein Steuersatz angewendet. Das kann man sehr gut auch nachlesen im Erbschaftsschenkungssteuergesetz. Das ist sehr komprimiert, dieses Gesetz, sind gar nicht so viele Paragraphen. Da finden Sie die Steuerklassen und auch die Freibeträge sehr übersichtlich dargestellt. Wichtig auch hier für diese verschiedenen Themen, Vermögensabgabe, Vermögenssteuer und Erbschaft- und Schenkungssteuer, die steuerlichen Bemessungsgrundlagen können unterschiedlich sein. Es kann Freigrenzen geben. Freigrenzen bedeutet, dass beispielsweise man sagt, bis 3 Millionen Euro haben wir eine Freigrenze für die Vermögensteuer. Aber wenn Sie 3 Millionen und 1 Euro Vermögen haben nach der Kalkulationsgrundlage, dann rutschen Sie insgesamt in die Vermögensteuer. Also das ist eine Freigrenze, weil überschreiten, rutschen Sie in die Pflicht. Freibetrag ist etwas, was Sie von den Kapitaleinkünften kennen, die 801 Euro, die Sie immer abziehen können. Das heißt, das ist etwas anders, also Differenzierung Freigrenze versus Freibeträge, also hier auch auf die konkreten Definitionen achten. Wichtig ist für diese Betrachtung hier in der vereinfachten Darstellung, sowohl die Höhe als auch die Ausgestaltung können natürlich unterschiedlich sein. Also, was haben wir? Wir haben eine, ich glaube, durchaus aufgehitzte Mentalität in der Bevölkerung durch Corona, durch das Presseecho, durch die mediale Thematik. Und das gekoppelt mit den steuerlichen Themen und mit vielleicht auch Diskussionen darüber, dass man sagt, naja, die Immobilienbesitzer, die Aktienbesitzer, all diejenigen, die Gold haben, die haben ja von der Nullzinspolitik profitiert, die sind ja leistungslos, sind die einfach vermögender geworden, dann können die auch entsprechend höher belastet werden. All das kommt natürlich in so einen Melting Pot und führt natürlich auch dazu,
dass sich viele Menschen, insbesondere vor dem Hintergrund der Bundestagswahl, natürlich Gedanken machen und sagen, was passiert denn, wenn es wirklich rot-rot-grün wird oder auch wenn es schwarz-grün wird, haben wir doch einen erheblichen Einfluss der Grünen, die vielleicht unter dem Deckmantel der Ökopartei, ich formuliere es jetzt mal sehr plastisch auf Stammtischniveau, dann doch sehr linksgerichtete Themen verfolgt, will ja gar nicht politisch werden und das einordnen. Jeder hat da seine Sicht der Dinge, aber das sind einfach die Gedanken, die sich einfach Menschen und Familien mit einer gewissen Vermögenshöhe machen. Also, wie sieht die sinnvolle vermögensbezogene Vorgehensweise nicht aus? Also, Ihre gesellschaftspolitische Meinung, die sollte keinesfalls die objektiven Überlegungen überlagern. Also, sprich, zu sagen, mir reicht es in Deutschland, ich will keine Steuern mehr zahlen, weil so wie der Staat mit den Steuern umgeht, das finde ich nicht gut. Ich will dem Staat Mittel entziehen und jetzt ziehe ich ins Ausland, gebe meine Staatsbürgerschaft ab. Da ist sehr viel Emotion mit drin, da ist vieles fachlich nicht durchdacht. Wer sich mal mit dem Thema Wegzug beschäftigt, was das genau impliziert, der ist dann doch häufig auch überrascht. Es sollte keine Schnellschüsse geben. Jetzt gibt es ja auch einen Haufen Literatur und Bücher, so nach dem Motto, Sie haben 2 Millionen Euro Vermögen, gründen Sie doch eine Familienstiftung in Liechtenstein. Jeder Haushalt sollte eine Stiftung haben. Also auch das kann man natürlich hinterfragen an diesen Stellen. Also das ist ein wesentlicher Punkt. Oft auch stellen wir fest, dass man gar nicht weiß, welche Maßnahmen man eigentlich nutzen will, um welchen Zweck zu erreichen. Will ich mein eigenes Vermögen reduzieren, indem ich meine Kinder einbeziehe, um bei einer Betrachtung der Vermögenssteuer weniger belastet zu werden? Oder will ich eigentlich schon Vermögen an meine Kinder übertragen, damit zukünftige weitere Preissteigerungen bei Aktien, bei Immobilien oder bei Edelmetallen bei meinen Kindern entfallen? Also was genau will ich eigentlich mit welchen Maßnahmen erreichen? Und vor allem verstehe ich auch die Wechselwirkung und Nachteile, die da drin stecken. Es ist ja schön, wenn ich mich durch den Transfer auf eine Stiftung selbst vermögenslos mache, aber das hat natürlich auch verschiedene Implikationen, was das Thema Kontrolle über das Vermögen betrifft. Das Vermögen ist dann natürlich auch weg. Viele Themen, auf die man sich verlassen könnte, die könnten sich vielleicht auch mal, auch wenn es bilaterale Verträge sind zwischen Staaten wie beispielsweise Deutschland und Liechtenstein, die könnten auch mal nicht mehr gelten, sogenanntes Treaty Override. Also da gibt es unheimlich viele Wechselwirkungen für die Lebensplanung, aber auch Nachteile, die häufig bei diesen einfachen Lösungen zur Strukturierung, zur Entgehung von oder Vermeidung von Vermögenssteuern und Abgaben aufgezeigt werden, wo man doch in vielen Fällen sagen muss, die Aufklärung ist da nicht unbedingt so, wie sie sein sollte. Man fokussiert sich nur auf steuerliche Aspekte, man vergisst wirtschaftliche Aspekte oder man vergisst, dass man vielleicht das Vermögen, die Kontrolle über das Vermögen aus der Hand gibt, auch mit erheblichen Nachteilen. Und in vielen Fällen, was wir auch sehen, ist, man möchte Planungen anstellen, aber man kennt seine aktuelle Vermögensstruktur gar nicht. Also man weiß weder, welchen Verkehrswert die Immobilien haben, noch wie der steuerliche Wert der Immobilien ist. Und dann die Frage, wie viel Geld brauche ich eigentlich als Seniorgeneration für mich, für Absicherung meines eigenen Lebensstandards? Was muss da sicher sein, bevor ich mir Gedanken darüber mache, beispielsweise irgendwie Vermögen zu verschenken? Auch ein Aspekt, der immer häufiger der Fall ist, dass ein Familienoberhaupt, sei es der Ehepartner, sei es der Mann, die Frau, egal, sich riesig Gedanken macht, Strukturierungspläne entwirft, Gesellschaftsverträge, Testamente und ähnliches entwirft, die Kinder mit einbezieht und dann auf einmal, den Fall hatten wir jetzt auch gerade, die Tochter sagt, du Papa, ich will nicht an einer Gesellschaft beteiligt sein, die hier ein paar Millionen Euro Vermögen hat, weil in deren Lebensrealität, die macht ein Trainee-Programm in einer Stadt in Deutschland, lebt von 1200 Euro und sagt, für meine Lebenswirklichkeit ist es viel zu abstrakt, jetzt Gesellschaftsanteile mit Gesellschafterrechten an so einer Gesellschaft zu haben. Also auch hier ist es wichtig, beziehen Sie die Familienmitglieder mit ein. Gilt übrigens auch für das Thema Wegzug. Ja, gerade wenn Sie schulpflichtige Kinder haben, da ist dann das Thema Wegzug meistens auch schon gestorben. Also beziehen Sie die Familienmitglieder ein, stellen Sie nicht vor vollendete Tatsachen, weil sonst wird am Ende des Tages das Ganze auch nicht wirklich funktionieren. Wie könnte man beispielsweise vorgehen? Ich habe es Ihnen hier mal konkret mitgebracht, habe versucht, das Thema Vermögensteuer als Idee mit einzuarbeiten, um Ihnen die Mechanismen mal zu zeigen, was eine Vermögensteuer bedeuten würde. Was wir hier sehen,
Wir haben eine Vermögensbilanz, die ist derart gegliedert. Wir haben ein Familienheim mit einem Wert von 1 Million Euro, ein Mehrfamilienhaus im Wert von 4 Millionen Euro. Dann haben wir hier Vermögen, was entstanden ist aus der Rückdeckung einer Pensionszusage, also das Guthaben in einer Versicherung, die abgetreten wurde, eine klassische kapitalgedeckte deutsche Lebensversicherung. Und dann haben wir hier noch Wertpapiere, konkret sind das Aktien, die im Jahr 2010 erworben wurden. Und nun ist es ja vielleicht relativ einfach zu sagen, naja, den Wert für mein Haus kann ich schätzen, für das Mehrfamilienhaus, da nehme ich einen Multiplikator, der im aktuellen niedrigen Zinsumfeld natürlich recht hoch ist. Den Wert für die Versicherung, den bekomme ich aus der Jahresmitteilung der Versicherung. Und die Aktien, naja gut, den Gegenwert kann ich ja über meinen Depotauszug, sei es auf Papier oder online, abrufen. Aber ist das richtig? Nein. Warum ist das nicht korrekt? Das Familienheim, 1 Million Euro, unterstellen wir mal, das ist so. Bei dem Mehrfamilienhaus stellt sich natürlich die Frage, habe ich das Mehrfamilienhaus schon länger als 10 Jahre im Besitz, im steuerlichen Privatvermögen? Dann könnte ich das Mehrfamilienhaus verkaufen oder vielleicht auch eine Familiengesellschaft übertragen, das sehen wir später, ohne dass ertragssteuerliche, also einkommensteuerliche Konsequenzen zu berücksichtigen sind, weil Spekulationsfrist 10 Jahre ist eingehalten. Das heißt, dann sind 4 Millionen Euro in der Privatbilanz, wären auch wirklich 4 Millionen Euro Cash. Hätte ich das Mehrfamilienhaus erst vor 5 Jahren erworben, bin ich noch in der Spekulationsfrist, müsste also bei meiner Veräußerung in der Spekulationsfrist entsprechend hier nochmal Steuern zahlen. Das heißt, aus 4 Millionen Euro würde eine Summe resultieren, die niedriger ist, weil der Betrag um die Steuer zu kürzen ist. Also eine latente Steuerverbindlichkeit, weil steuerverstricktes Vermögen. Die Pensionszusage, die wurde bedient aus unversteuertem Vermögen. Da das Vermögen unversteuert war bei der Einbringung, also beim Sparprozess, wenn Sie so möchten, ist die spätere Auszahlung, sei es als Kapital oder als Rente, voll steuerpflichtig. Nehmen wir einen Steuersatz von 45%, dann werden also aus 1 Million Euro Vorsteuer 550.000 Euro Nachsteuer. Und bei den Aktien sehen wir auch, 2010 erworben. Das heißt, die fallen unter das Regime der Abgeltungssteuer. Wir unterstellen, der Anleger hätte damals 1 Million Euro bezahlt, sind dann rund 7% Wertentwicklung pro Jahr. Bei der Wertentwicklung, die wir am Aktienmarkt gesehen haben, keine unübliche Entwicklung über den Zeitraum seit 2010. Also 1 Million Euro steuerlicher Einstandswert, heutiger Verkehrswert 2 Millionen, das Delta ist 1 Million Euro. Auf 1 Million Euro sind 25% Abgeltungssteuer abzuführen. Das heißt, in diesen 2 Millionen Euro stecken nochmal latent 250.000 Euro Steuerbelastung mit drin. Und wenn Sie das nun mal zusammenrechnen, dann stellen Sie auf einmal fest, okay, wir haben ja hier nochmal ungefähr 450.000 Euro Steuerbelastung mit drin. Wir haben hier nochmal, Stand jetzt, 250.000 Euro Steuerbelastung mit drin. Das heißt, das Vermögen, was ich mir jetzt aufgemalt habe mit 8 Millionen, ist ja zumindest schon mal in dem Beispiel um 700.000 Euro zu reduzieren. Also schon mal ein Stück geringer. Das Mehrfamilienhaus vielleicht auch steuerlich noch verhaftet. Also bei die Vermögensbilanz ein wichtiges Thema, vor allem der Aspekt, gibt es steuerverstricktes Vermögen? Also steckt in meinen Vermögenswerten, die ich hier so schön aufgelistet habe, stecken da noch latente Steuerbelastungen mit drin? Das ist wirklich natürlich ein elementarer Punkt. Und wenn Sie das Ganze jetzt mal weiterdenken, für die vielleicht Profis unter Ihnen, wenn Sie beispielsweise diese 2 Millionen Aktien verschenken an Ihre Kinder als Beispiel, dann ist die Bemessungsgrundlage für die Erbschafts- und Schenkungssteuer 2 Millionen Euro. Jetzt würde man ja unterstellen, na, wenn die 2 Millionen Euro voll in die Erbschafts- und Schenkungssteuerliche Bemessungsgrundlage mit reinspielen, dann müssten die ja später bei der Veräußerung, müsste das ja irgendwie angerechnet werden, damit das zu keiner Doppelbelastung kommt von Steuern auf Kapitalerträge, also Einkommensteuer und Erbschaftsschenkungssteuer. Tatsächlich gibt es einen Paragraph, der regelt, dass es zu keiner Doppelbelastung kommen soll für Vorgänge, die aus Erbschaften resultieren. Das heißt, bei Schenkungen läuft der Paragraph ins Leere, dann gibt es die latente Doppelbesteuerung. Und Kapitalerträge sind über den Paragraphen 32d, Stichwort Abgeltungssteuer, aus der Einkommensteuer herausgenommen. Das heißt, in Kapitalvermögen,
die verschenkt werden, haben Sie immer das Risiko der Doppelbesteuerung. Hier wäre es also planungstechnisch sinnvoller zu sagen, die Abgebende, die Seniorengeneration, realisiert bei den 2 Millionen Euro die Gewinne und verschenkt dann netto, damit es eben nicht zu dieser latenten Doppelbesteuerung kommt. Und das gilt insbesondere für Themen, wo wir beispielsweise Investmentfonds haben, wo sie aufgrund des Basiszinssatzes von null keine Vorabpauschale zahlen, dann summieren sich hier entsprechende steuerliche Größenordnungen auf, dann sind latente Steuern da drin, was insbesondere bei größeren Vermögen ein Thema ist. Also Doppelbesteuerung, Erbschaftsschenkungssteuer, wichtiges Thema, wird deutlich mehr Leute treffen, wahrscheinlich in der Praxis, als eine mögliche Vermögensteuer. Also Sie sehen schon hier die Erstellung der Vermögensbilanz aus verschiedenen Perspektiven wichtig. Weil nur wenn Sie wissen, wie Ihr Vermögen aussieht und wie die Steuerverstrickungen sind, kennen Sie ja die Basis für die weitere Planung. Ich habe Ihnen jetzt hier mal neben der Bilanz nochmal die Liquiditätsplanung aufgebaut. Und wir sehen hier sehr vereinfacht gesehen, im konkreten Fall, die Eheleute sind dann nicht mehr berufstätig im Jahr 2025. Wir generieren 120.000 Euro Mieterträge aus der Immobilie. Wir sehen auch, wir haben 120.000 Euro Lebenshaltungskosten. Das heißt im Ergebnis, wenn ich 120.000 Euro vor Steuern einnehme, muss 30.000 Euro Steuern zahlen, dann habe ich eben eine Unterdeckung von 30.000 Euro, was eben dazu führt, dass meine Liquiditätsentwicklung irgendwann natürlich zu berücksichtigen ist. Was sehen Sie hier? Ganz wichtiger Aspekt. Wir sehen hier die grünen Balken, das ist die Liquidität in den einzelnen Jahren. Im konkreten Praxisfall ist es so, dass die Eheleute beide noch berufstätig sind. In der Zeit, wo sie noch arbeiten, also quasi bis zum Eintritt in den Ruhestand, sehen wir, dass sie mehr Einnahmen haben als die Ausgaben. Warum? Weil wir haben Gehälter plus die Mieten, es gibt einen Überschuss. Dann geht man in den Vorruhestand, bekommt aber noch keine Renten. Dementsprechend haben wir jedes Jahr ein gewisses Minus. Das war das, was Sie eben gesehen haben mit 30.000 Euro. Und dieses Plus und Minus über die Zeit, das baut sich hier auf. Und was wir hier feststellen ist, alles klar, wir haben zwar einige Jahre mit Minus, das wird aber ein bisschen geringer. Insgesamt unser Liquiditätskonto wird eigentlich nie negativ. Also eine sehr angenehme Situation. Man könnte nun sagen, na gut, wir haben vielleicht 2 Kinder. Kinder haben jeweils einen Freibetrag bei der Erbschaft- und Schenkungssteuer von 400.000 Euro pro Elternteil. Wir nutzen jetzt mal die Situation, um Vermögen zu übertragen. Sei es gegen Nießbrauch, sei es im Rahmen einer Familiengesellschaft, sei es im Rahmen einer Kapitalgesellschaft mit Nießbrauch, gibt es alle möglichen Variationen. Aber grundsätzlich könnte man ja bei dieser Vermögensentwicklung und Liquiditätssituation dazu kommen, dass man sagt, die Eltern haben mehr Vermögen, mehr Liquidität, als sie brauchen, weil das Liquiditätskonto geht nie ins Minus. Also eine sehr angenehme Situation. Jetzt unterstellen wir mal, dass wir sagen, wir haben ein Regime, einfach nur angenommen, wir haben eine Vermögensteuer, die sieht Freibeträge vor von 2 Millionen Euro pro Ehepartner. Wir unterstellen mal, beide Ehepartner haben wirklich das Vermögen und nicht nur einer hat 8 Millionen und der andere hat 0, sondern beide hätten wirklich 50-50 das Vermögen. Dann hätten wir also 2 mal 2 Millionen Euro Freibetrag, bleiben 4 Millionen Euro als Bemessungsgrundlage. 4 Millionen Euro, sagen wir 1% Vermögensteuer, dann wären wir also bei 40.000 Euro. Und das, was ich jetzt hier getan habe, ist genau das. Ich habe hier als Ausgabenposten erstellt 40.000 Euro fiktive Vermögensteuer. Können Sie jetzt beziehen auf die vermietete Immobilie oder auf das Gesamtvermögen als Ganzes. Einfach die Belastung von 40.000 Euro. Und Sie sehen jetzt, wie aus unserer Unterdeckung im Jahr 2025, die nur aus der Steuerzahlung resultiert ist, jetzt natürlich eine höhere Unterdeckung wird. Warum? Weil eben zu den 30.000 nochmal die 40.000 Belastung aus der Vermögensteuer kommen. Was heißt das jetzt, wenn wir uns die Liquiditätsplanung langfristig betrachten? Und deswegen ist es so wichtig, auch über mehrere Jahre und auch dynamisch zu denken und nicht nur einzelne Jahre zu betrachten. Jetzt stellen wir auf einmal fest, Moment mal kurz, unsere Liquidität, die eben noch sehr positiv war, wir sind eigentlich nie wirklich in den nachhaltig roten Bereich gerutscht. Da sehen Sie jetzt im Endeffekt, Moment, wir rutschen in den negativen Bereich. Wir haben über die statistische Lebenserwartung der Ehepartner auf einmal ein Minus von 1,2 Millionen Euro. Und diese 1,2 Millionen Euro müssen dann natürlich aus der Veräußerung von Vermögenswerten gedeckt werden. Also sprich Aktien verkaufen, Immobilien verkaufen und Ähnliches. Und jetzt sehen Sie schon beispielsweise auch diese Wechselwirkung, dass das, was
sinnvoll sein kann, um das Vermögen pro Kopf zu reduzieren im Familienkontext, weil einfach eine Vermögensteuer an gewissen Größenordnungen ansetzen wird. Und wenn ich eben nicht eine Person habe, die 5 Millionen Vermögen hat, sondern vier Personen, die 1.250.000 Vermögen haben, dann bin ich vielleicht unter diesen Freibeträgen oder vielleicht auch Freigrenzen. Also das können ja Überlegungen sein. Und doch im Kontext der Erbschaft- und Schenkungssteuer macht es ja bei diesem Fall durchaus Sinn, Vermögen auf die nächste Generation zu übertragen, um auch weitere Wertzuwächse bei den Kindern bereits zu haben, auch steuerliche Vorteile hier zu nutzen. Aber die Frage ist immer, wie viel kann ich wirklich schenken, wenn ich mit einer Vermögensteuer rechne? Und da muss man sagen, wenn Sie mit einer Vermögensteuer rechnen, dann müssen die Senioren heute genauer hinschauen, weil eine latente Vermögensteuer die Seniorengeneration auf der Ausgabenseite belasten würde. Diese Ausgabenseite verändert die Liquiditätslage zum Negativen und verändert natürlich auch den Bedarf an fungiblen Vermögenswerten, die zur Verfügung stehen müssen. Das heißt, man kann theoretisch weniger schenken, beziehungsweise wenn man schenkt, muss man eher sicherstellen, dass man zumindest die Erträge aus diesem Vermögen hier sicherstellt. Das heißt, Takeaway, die Vermögensbilanz ist vermeintlich schnell erstellt, einfach ein paar Sachen untereinander schreiben. Wenn man es aber ordentlich macht, auch mit Steuerverstrickung und weiteren Themen, dann ist das doch deutlich aufwendiger. Liquiditätsplanung mit verschiedenen Szenarien, die schafft einen Überblick und macht Wechselwirkungen deutlich. Das war natürlich jetzt ein sehr stark vereinfachter Fall, aber Sie sehen schon an diesem relativ einfachen Fall mit gar nicht exorbitant hohem Vermögen, dass die sinnvollen Überlegungen aus der vorweggenommenen Erbfolge, also Thema Vermögensübergabe zu Lebzeiten, die wirtschaftliche Unsicherheit im Fall der Einführung einer Vermögenssteuer erhöhen würde. Das heißt, durch diese Vermögenssteuer-Thematik in der Diskussion, durch das Thema Vermögensabgaben-Diskussion, sehen wir hier, dass die Komplexität in der Vermögensstrukturierung nochmal steigt. Grundsätzlich, jede Form der steuerlich motivierten Vermögensstrukturierung ist vorher in der Vermögensbilanz und der Liquiditätsplanung abzubilden. Und deswegen auch die deutliche Aussage, jede steuerliche Gestaltungsüberlegung, die nicht in einem Finanzplan für die übertragende Generation, also für die Seniorengeneration abgebildet wird, ist meines Erachtens ein Stückwerk und für die Seniorengeneration durchaus gefährlich. Also einfach nur zu sagen, ich verschenke meine Immobilie und ich habe ja Nießbrauch und dann ist alles super, das springt bei weitem zu kurz. Dementsprechend Nießbrauch, ein Klassiker, den viele kennen, meistens als Vorbehaltsnießbrauch, der Profis erfordert. Und man kann es natürlich nun sehr komplex darstellen. Ich habe es Ihnen jetzt hier mal vereinfacht dargestellt, vor allem, weil ich glaube, dass der Nießbrauch in diesem Jahr, also auch im Vorfeld der Bundestagswahl, ein großes Gestaltungsinstrument wird. Also sprich, ich glaube, wir werden verstärkt sehen, dass Gesellschaftsanteile, sei es an operativen Gesellschaften, sei es an zur Zwecke der Vermögensverwaltung gegründeten Gesellschaften, verschenkt werden, aber mit einem Vorbehaltsnießbrauch zugunsten der schenkenden Generation. Deswegen Nießbrauch, glaube ich, eins der großen Themen dieses Jahr. Und wenn wir uns das Nießbrauchsthema mal anschauen, dann ist das vereinfacht gesprochen nichts anderes von der Denke, ich schenke Ihnen einen Acker, da wächst ja normalerweise was drauf, und ich sage Ihnen, Sie bekommen zwar den Acker, aber die Ernten, also die Früchte daraus, die behalte ich mir vor. Und dann wird auch sehr deutlich, warum bei der Erbschaft- und Schenkungssteuer Nießbrauch gerne als Gestaltungsmerkmal, als Steuersparmodell, was bei vermögenden Haushalten gar nicht immer der Fall ist, nebenbei bemerkt, proklamiert wird. Warum? Die Bereicherung bei der Erbschaft- und Schenkungssteuer setzt ja immer bei wem an? Nein, beim Beschenken oder beim Erben. Wenn ich aber nun den Acker verschenke ohne die Ernten, dann ist die Bereicherung natürlich geringer. Und deswegen sagt der Gesetzgeber hier vereinfacht aus steuerlichen Gründen, dann kann man den sogenannten Kapitalwert des Nießbrauchs, also quasi den Ertrag, den hochgerechneten Ertrag, den Jahresertrag, multipliziert auf eine gewisse Lebenszeit, den kann man abziehen. Und deswegen haben Sie häufig den Aspekt, dass die steuerliche Messungsgrundlage durch einen Nießbrauch eben entsprechend stark reduziert wird. Und wenn sich die Bemessungsgrundlage reduziert, dann haben Sie eben vielleicht die Thematik, dass Sie keine oder eben geringere Erbschaftsschenkungssteuern bezahlen würden. Auch hier muss man sagen, ab gewissen Größenordnungen kommen Sie um das Thema Erbschaftsschenkungssteuer nicht ganz drumherum. Aber auch bei der Erbschaftsschenkungssteuer gibt es ja Progressionsstufen und auch die sollte man entsprechend im Blick halten.
Auch die kann man sehr gut im Gesetz und im Internet problemlos nachlesen. Also das Thema Nießbrauch, wie gesagt, ein Thema, was, glaube ich, nochmal mit Deutung gewinnen wird. Warum? Man kann eben Vermögenswerte schenken. Damit ist das Vermögen pro Kopf geringer. Ne? Wenn ich nicht mehr die Immobilie habe, sondern meine Kinder, dann haben wir in Summe noch das gleiche Vermögen im Familienkontext, aber pro Kopf ist es natürlich geringer. Aber ich will noch die weiteren Mieten haben, also muss ich ein Nutzungsrecht vereinbaren. Das ist eben das Thema Nießbrauch hier, die Früchte. So, das Ganze kann man auch an Wertpapierdepots machen und ich denke auch, das wird ein Thema sein, was wir dieses Jahr verstärkt sehen. Nießbrauch an Wertpapierdepots. Habe Ihnen hier mal ein Beispiel mitgebracht. Kollege von der Powerbank, der dort die Nachfolgeplanung leitet, da habe ich mir das aus dem Beitrag hinausgenommen. Ist wirklich jetzt auch vereinfacht, aber es geht nur darum, den Mechanismus darzustellen und mehr kann es ja auch heute nicht sein. Wir haben den Vater, der hat ein Wertpapierdepot von 1 Million, was er der Tochter schenken möchte und normalerweise wäre es ja so, die Tochter bekommt das Depot geschenkt. Dieser Übertrag wird im Rahmen des Depotübertrages dem Finanzamt angezeigt. Insgesamt sind Schenker und Beschenker dazu verpflichtet, dem Finanzamt die Schenkung anzuzeigen. Dann haben wir einen Freibetrag der Tochter von Höhe von 400.000 Euro. Wenn wir unterstellen, es gab die letzten 10 Jahre keine Vorerwerbe, dann haben wir im Endeffekt 1 Million Euro steuerlichen Wert abzüglich Freibetrag. Bleiben also 600.000 Euro steuerpflichtig. Wenn Sie ins Gesetz schauen, stellen Sie fest, daraus resultieren 90.000 Euro Steuerzahlung. Wenn wir jetzt das Nießbrauchsthema einbeziehen, dann haben wir eben diesen Kapitalwert, der sich aus dem Ertrag des Depots berechnet und auch der Lebenserwartung. Auch das kann man im Bewertungsgesetz problemlos nachschauen. Jetzt sind hier 5% unterstellt. Ich glaube, man geht eher defensiver ran. Aber für unser Beispiel, 5% Ertrag im Jahr auf 1 Million sind 50.000 Euro pro Jahr. Daraus ergibt sich ein Vervielfältiger von 12. Und wenn man diesen Vervielfältiger von 12 mit 50.000 Jahreswert multipliziert, kommen 604.000 Euro raus. Das heißt, die Bereicherung der Tochter ist nicht 1 Million, sondern 1 Million abzüglich Kapitalwert des Nießbrauchs, weil der Papa sich ja die Früchte vorbehält. Also sind wir knapp unter 400.000 Euro, konkret sind es 396.000 Euro. Und wenn der Freibetrag 400.000 ist, dann ist eben aktuell keine Erbschaftsschenkungssteuer relevant. Die Profis wissen, wenn der Vater in 3 Jahren verstirbt, Erwerbe über 10 Jahre werden steuerlich zusammengerechnet, aber vom Grundprinzip funktioniert das genauso. Bei vermögenden Haushalten läuft das Nießbrauchsthema oft etwas ins Leere. Warum? Unterstellen Sie, der Vater würde die 50.000 Euro, die ihm jedes Jahr aus dem Depot zufließen, nicht benötigen. Dann würde der Vater das Geld einfach auf einem anderen Konto, auf einem anderen Depot wieder anlegen. Der Vater würde noch 25 Jahre leben. Aus den 50.000 Euro über 25 Jahren wären dann auch nochmal 1,25 Millionen plus Wertsteigerung geworden. Das würde auch die Tochter erben. Dann haben sie eigentlich erstmal gar nichts erreicht. Von daher bei vermögenden Haushalten das Thema Nießbrauch auch immer in der Gesamtbetrachtung zu berücksichtigen, weil wenn der Nießbrauch nicht verzehrt wird, sondern weiteres Vermögen aufbaut, dann ist natürlich auch der Steuereffekt über die Gesamtlaufzeit heute deutlich geringer. Das erzählt der Berater heute natürlich nicht. Der lässt sich natürlich gerne für die Steuerersparnis heute feiern und nicht für die Gesamtbetrachtung auf Sicht von 20 Jahren. Aber wichtig ist, dass Sie das als Anleger eben auch mal hören. Schematischer Prozess, wie sieht sowas aus in der Praxis? Typischerweise gibt es halt eben Gespräche. Das sind jetzt auch Unterlagen von einer Bank aus Compliance-Gründen natürlich anonymisiert. Man kommt zu der Idee, ganz wichtig, wir wollen das machen. Dann brauchen Sie einen Schenkungs- und Nießbrauchsvertrag. Der sollte durch einen fachlich kundigen Rechtsanwalt mit steuerlichen Kenntnissen erstellt sein, sollte mit dem hauseigenen Steuerberater abgestimmt werden. Dann ist das die eine Thematik. Im nächsten Schritt natürlich muss das Depot eröffnet werden. Man muss auch bei der Kontoeröffnung einiges berücksichtigen. Nicht jede Banken können Nießbrauchsdepots überhaupt führen. Und dann sehen Sie hier die laufende Bereitstellung. Ich habe Ihnen hier mal die wesentlichen Punkte aufgebaut, weil das sehe ich aktuell häufig, dass das Thema Nießbrauch an Versicherungen und an Wertpapierdepots, da werden Beiträge zugeschrieben und ähnliches. Da sind aber viele Fragestellungen nicht ganz klar, beziehungsweise sind zumindest steuerlich diskussionswürdig. Und dann ist erstmal die Frage, welcher Ertrag ist realistisch darstellbar?
Reichen die ordentlichen Erträge aus oder muss ich vielleicht auch die außerordentlichen Erträge mit einbeziehen? All das muss ja auch im Schenkungsvertrag entsprechend geregelt werden. Und wie erfolgt die Zuordnung der steuerlichen Erträge? Macht das die Bank? Muss ich das in meiner Erträgnisaufstellung dann selbst machen? Welche Risiken sind da drin? Und ist beispielsweise auch die Möglichkeit geben, dass irgendwelche Klauseln in den Vertrag kommen, was Entscheidungsfristen betrifft und alle anderen Themen, die wir in Schenkungsverträgen sonst auch haben. Also Rücktrittsrechte und ähnliches. Dann der Kernpunkt ist, hat mein Berater damit praktische Erfahrungen, also sowohl der Steuerberater als auch der Rechtsanwalt, als auch der Finanzdienstleister. Also auch hier das Thema Praxis ist ein großes Thema und verstehe ich doch die steuerlichen Unsicherheiten. Ich glaube, es ist immer ganz sinnvoll, auch hier bei den Überlegungen nicht das alles wie in den Modellen auszureizen, dass keine Steuer entsteht, sondern eine gewisse Steuer entstehen zu lassen, damit sie eben einen rechtsgültigen Bescheid hier auch haben. Also dann ist das Ganze natürlich noch einzubetten in die Gesamtvermögensplanung, wie ich es eben mit der Bilanz und der Liquiditätsplanung dargestellt habe. Das heißt, im konkreten Beispiel würde man auch die zufließenden Erträge in der Vermögens Bilanz respektive in der Liquiditätsplanung darstellen. Das verändert die Steuerrechnung und, und. Also, da gibt es unheimlich viele Themen in der Praxis, die man berücksichtigen muss, aber ist natürlich ein ja, sinnvolles Instrument, was an Bedeutung gewinnen wird. Wie gesagt, vor dem Hintergrund des Thema Vermögensübertragung, sei es zu Zwecken der Vermögenssteuer, wenn sie denn so kommt, sei es zu Zwecken der Reduzierung der Erbschaft und Schenkungssteuerliche Bemessungsgrundlage, weil auch hier ist klar, wir hatten jetzt in Deutschland 75 Jahre, Gottlob, keinen Krieg, keine große Zerstörung. Die Vermögenswerte sind stark gewachsen. Wir mussten uns nicht neu verschulden, um das Land wieder neu aufzubauen. In Anführungsstrichen, die privaten Haushalte da recht vermögend geworden. Früher waren beispielsweise Immobilien mit einem sogenannten Einheitswert steuerlich erfasst. Der war in vielen Fällen sehr niedrig. Heute ist der steuerliche Wert der Verkehrswert. Und bei den Immobilienpreissteigerungen der letzten 10 Jahre rutschen dann noch relativ viele in eine Erbschaft- und Schenkungssteuerpflicht rein und haben vielleicht neben der Immobilie gar nicht die Liquidität, um die Steuer zu bezahlen. Und wenn dann noch theoretisch ab gewissen Größenordnungen eine Vermögenssteuer dazukommt, wo sie ja auch nicht Einkommen besteuern, sondern Vermögenssubstanz, dann wird es natürlich sehr schwierig. Und nehmen Sie mal das Beispiel heute. Sie haben eine vermietete Immobilie, die hat vielleicht noch eine Rendite von 3%, also Multiplikator 33-fache der Jahresmiete, vor Steuern, vor Kosten, vor Abschreibungen gerechnet. Also sagen wir mal einen Nettoertrag von 30.000 Euro im Jahr vor Steuer, vor Einkommensteuer. Und wenn Sie dann nochmal auf die Substanz nochmal 1% bezahlen müssen, dann wird es doch sehr unwirtschaftlich und dann gibt es einige betriebswirtschaftliche Überlegungen und dementsprechend bleibe ich dabei. Ich glaube, Nießbrauch werden wir in dem Jahr bei vermögenden Haushalten sehr stark sehen. Auch hier gilt wiederum Blick in die Details. Dieser Kapitalwert des Nießbrauchs bezieht ja auch mit ein, dass die Früchte des Ackers noch eine gewisse Zeit an den Schenker fließen. Und dementsprechend stellen Sie sich vor, Sie schenken heute gegen Nießbrauch und ein Jahr später stirbt der Schenker. Dann sagt das Gesetz im Bewertungsgesetz, Moment mal kurz. Wenn beispielsweise bei einem 60- bis 65-Jährigen nicht mindestens 7 Jahre lang der Nießbrauch auch geflossen ist, dann muss rückwirkend korrigiert werden um die echte Nutzung. Das heißt, dann kommt es zu einer steuerlichen Belastung im Nachhinein, was auch wieder ein Argument dafür ist, Vermögensstrukturierung nicht kurz vor knapp anzugehen, sondern immer mit einem gewissen zeitlichen Vorlauf. Also, das ein Thema Nießbrauch, was wir stark sehen werden. Versicherungsstrukturen als unterschätztes Vehikel wird auch ein Instrument sein, was wir stärker sehen werden. Warum? Beispielsweise einkommensteuerfreie Leistungen im Todesfall. Beispiel zeige ich Ihnen gleich. Anstatt Vermögen zu verschenken, schenkt man eine Rente. Da sagen alle, die mit hohen Inflationsraten rechnen, oh mein Gott, du kannst doch keine Rente nehmen. Ja, aber wenn Sie ältere Personen haben, bei denen das Geld auf dem Girokonto liegt, unverzinst oder mit Strafzins von 0,5 belastet, dann kann doch die Rente eines Versicherers höher sein als eben der Strafzins. Und wenn Sie dann noch steuerliche Vorteile bei der Vermögensübertragung generieren, weil Renten aufgrund gewisser Thematiken über das Bewertungsgesetz geringer belastet werden als Vermögenswerte, dann haben Sie natürlich hier eben noch eine Option, einen höheren Nachsteuerertrag zu erzielen. Also Versicherung kann vieles, viele Möglichkeiten auch in der Nachfolgeplanung, die man sonst von Stiftungen kennt. Aber es ist natürlich nicht so sexy zu sagen, ja,
meine Versicherung macht das und das, wie meine Familienstiftung macht das und das. Aber ich glaube, Versicherung ist da wahrscheinlich die bei vermögenden Haushalten am stärksten unterschätzte Lösung im Rahmen der Vermögensstrukturierung. Viele weitere Aspekte spielen damit rein. Denken Sie an das Thema Besteuerung von Termingeschäften, die ja gedeckelt sind auf 20.000 Euro pro Jahr. Denken Sie an die Nichtabsetzbarkeit von Werbungskosten und viele weitere Aspekte. All diese Themen haben Sie im Rahmen einer steuerlich anerkannten Versicherungsstruktur nicht. Von daher auch, glaube ich, die Versicherungslösung wird bei vermögenden Haushalten stark an Bedeutung gewinnen. Damit meine ich natürlich nicht die 0815-Lösung ab 25.000, ab 25 Euro, aber ich sag mal Lösungen, die mit 100.000 Euro aufwärts beginnen. Da werden wir, glaube ich, viele Varianten sehen, bei denen die Versicherungslösung zum Tragen kommt in diesem Jahr als Instrument der Vermögensstrukturierung. Ich habe Ihnen hier ein Beispiel mitgebracht, ist nur eins von vielen, gibt noch viele weitere. Der Großvater, der möchte einen Teil seines Geldes an das Enkelkind schenken im Rahmen der persönlichen Freibeträge. Er will aber bis zu seinem Tod den Daumen drauf haben. Also, ne, ich möchte schenken, aber ich möchte doch den Daumen drauf haben. Dann macht man das folgendermaßen. Haben die Versicherung, da wird der Betrag eingezahlt. In dem Beispiel sagen wir 200.000 Euro. Der Großvater wäre versicherte Person, könnten aber auch die Eltern sein. Der Großvater schenkt den Versicherungsvertrag zu 90 oder in dem Beispiel zu 99% dem Enkelkind. Damit sind wir im Rahmen der Freibeträge. Mit dem 1% behält er sich aber alle Rechte vor, weil bei einer Versicherung müssen die Versicherungsnehmer gemeinsam entscheiden. Das heißt, sie übertragen steuerrechtlich, übertragen sie 99%. Aber mit dem 1% behalten sie quasi alle Kontrollrechte. Und dementsprechend das ist natürlich eine ganz interessante Konstellation. Bei entsprechender Ausgestaltung kann man den kompletten Vermögensaufbau, der sonst der Einkommens- respektive Abgeltungssteuer unterliegen würde, im Todesfall steuerfrei stellen. Auch das ist natürlich ein interessantes Thema im Rahmen der Gestaltung. Von daher glaube ich, wie gesagt, dass neben dem Thema Nießbrauch das Thema Versicherungslösung in den nächsten Wochen und Monaten stärker thematisiert werden wird. Ein sehr großes Thema bei vermögenden Familien schon lange genutzt, das Thema Familiengesellschaft, Familienpool. Auch darüber könnten wir nun tagelang sprechen, weil sie einfach unheimlich viele Optionen haben, unheimlich viele Wechselwirkungen, unheimlich viel Komplexität von wirtschaftlichen Aspekten, rechtlichen Regelungen, steuerlichen Konsequenzen. Deswegen hier natürlich nur mal die Einführung, die typische Vermögens- oder Motive für eine vermögensverwaltende Gesellschaft. Man will einfach die Junioren schrittweise an die Verwaltung und den Umgang mit Vermögenswerten und Unternehmen gewöhnen. Also sprich, eben zu sagen, auch zu meinen Lebzeiten, ich möchte die Kinder mit einbeziehen, die sollen schon mal lernen, was es bedeutet, Gelder zu verwalten, die sollen bei Bankgesprächen mit dabei sein, die sollen mal bei der Eigentümerversammlung mit dabei sein. Man möchte auch quasi schon Geld auf die Kinder übertragen, ähnlich wie bei der Versicherungslösung eben, aber eben noch den Daumen drauf zu halten. Und das funktioniert eben optimalerweise, wenn Sie Instrumente des Gesellschaftsrechts nutzen, sei es im Rahmen der Personen- oder der Kapitalgesellschaft. Sehen wir auch gleich nochmal was dazu. Also ein sehr beliebtes Vehikel, Ziel meistens Zusammenhalt des Familienvermögens. Man möchte beispielsweise nicht, dass der familieneigene Betrieb im Rahmen einer Scheidung, also beispielsweise die Tochter würde das Unternehmen quasi von den Eltern übernehmen. Wenn die Tochter versterben würde, sie wäre dann verheiratet, hätte keine Kinder, dann würde ja auch der Mann entsprechend ja auch Miterbe werden am Familienunternehmen. Also würde man typischerweise sagen, im Gesellschaftsvertrag, wer kann überhaupt Gesellschafter werden, würde das mit dem Ehevertrag und dem Testament hier entsprechend abstimmen. Also Schutz vor Zersplitterung des Familienvermögens. Dann natürlich überhaupt die geplante Übertragung von Vermögen auf die nächsten Generationen. Also eben nicht zufällig zu übertragen, weil man eben verstirbt. Ja, meistens passiert das ja zufällig, sondern eben geplant Vermögen schon zu übertragen. Ergänzt sich natürlich auch sehr gut mit dem Thema hier oben. Im Regelfall auch Schenkungs- und Erbschaftssteuersparnis als großes Thema. Warum? Freibeträge entstehen alle 10 Jahre neu. Sie haben gewisse Progressionseffekte. Teilweise haben wir Begünstigungen bei der Erbschafts- und Schenkungssteuer. Vielleicht auch zukünftig Begünstigungen für gewisse Vermögenswerte, was die Vermögenssteuer oder die Vermögensabgabe betrifft. Und dann macht es natürlich Sinn zu sagen, naja, ich überlege mir, welche Vermögenswerte sind heute begünstigt bei der Übergabe. Und dann versuche ich eine Vermögensstruktur zu bauen, die, wenn sie wirtschaftlich Sinn macht, einen möglichst hohen Anteil dieser begünstigten Vermögenswerte enthält.
Einkommensteuersparnis, Familiensplitting, auch das Thema, glaube ich, klar. Und viele, viele mehr Motive und Gründe gibt es für dieses Thema. Eine exemplarische Betrachtung hier mal dargestellt. Wir sehen es eben hier. Wir haben hier Vater und Mutter. Wir haben Kind 1 und Kind 2. Wir unterstellen mal, wir haben verschiedene Vermögenswerte. Wir haben Beteiligungen, wir haben Wertpapiere, wir haben Cash und wir haben vielleicht auch das Familienunternehmen. Und dann ist eben die Grundidee, dass eben diese Personengesellschaft entweder direkt diese verschiedenen Beteiligungen, Vermögensklassen hält. Teilweise haben sie auch noch so, dass sie eben sagen, sie haben eine Personengesellschaft, beispielsweise eine GmbH und Co. KG, die dann eben beispielsweise über die Beteiligung einer GmbH dann beispielsweise hier nochmal Vermögenswerte hält. Das nennt man dann auch mal eine Blockergesellschaft aus verschiedenen Gründen. Also das, die Thematik, und Sie sehen das schon hier, sind nochmal die Motive auch mit aufgeführt. Teilweise auch bei Immobilien geht es dabei, Familien im Familienbesitz zu halten, aber neues steuerliches Abschreibungspotenzial zu kreieren, nennt man den sogenannten AFA-Step-Up oder die Holdingstrukturen, wo es darum geht, den Unternehmensverkauf vorzubereiten. Aber auch hier gilt es im Optimalfall, vor dem Unternehmensverkauf sollten Sie typischerweise 7 Jahre Zeit einplanen, was mit dem 8b, dem sogenannten Schachtelprivileg, hier entsprechend auch zu tun hat. Führt jetzt hier an der Stelle zu weit, aber auch ein Grund, der nochmal deutlich macht, bei der Vermögensstrukturierung, wie hier bei der Holding, Sie brauchen einen gewissen Vorlauf, 7 Jahre, wenn Sie Gesellschaftsanteile aus der privaten Sphäre in die Holding, der Kapitalgesellschaft einbringen. Genauso haben Sie natürlich auch Fristen, wenn Sie an das Thema Vermögensschutz denken, dass Sie ein Dritter in Haftung nehmen, weil Sie unternehmerisch tätig sind, dann haben Sie auch gewisse Fristen, wenn Sie in die Insolvenzordnung und Ähnliches schauen, da sind es dann meistens 4 Jahre. Also von daher, das Thema Planung ist schon ein wichtiger Punkt und Planung eben auch mit einer gewissen zeitlichen Perspektive, weil sie viele positive Effekte nicht von heute auf morgen kreieren, sondern eben über die Jahre, ähnlich wie die Kapitalanlage. Sie verdienen am Aktienmarkt tendenziell nie 7% in einem Jahr. Sie verdienen mal in einem Jahr, machen Sie 15 plus, im nächsten machen Sie 8 minus und im Schnitt kommen Sie eben über die Zeit auf diese 6-7%. Und so ist hier auch, man muss im Zeitraum denken, insbesondere bei den Vermögensstrukturierungsthemen. Grundsätzlich unheimlich viele Details, natürlich die Rechtsformwahl, Kapitalgesellschaft oder Personengesellschaft, eher die GmbH oder die GmbH und Co. KG. Teilweise sehen wir auch mal nur KGs oder Gesellschaft bürgerlichen Rechts. Jetzt gibt es auch nochmal mit dem Körperschaftsmodernisierungsgesetz einen Entwurf, der nochmal mehr Optionen und mehr Komplexität in dieses Thema hineinbringt. Dann die Frage, wie kommt das Vermögen überhaupt in die Gesellschaft? Auch das ein Punkt, der oft übersehen wird. Das klingt ja so, nein, wir gründen eine Gesellschaft und dann bringen wir da Vermögen mit rein. Aber ist das Vermögen vielleicht steuerlich verstrickt? Entsteht da vielleicht eine einkommensteuerliche Belastung bei der Einbringung des Vermögens auf die Gesellschaft? Und dann gibt es auch nicht nur einkommensteuerliche Themen. Es gibt auch noch Themen wie das Thema Grunderwerbsteuer, beispielsweise bei Immobilien. Also die Frage gilt es zu klären. Da sind wir wieder bei dem Thema, ich brauche eine vernünftige Vermögensbilanz. Dann die Frage ist, wenn ich eine Gesellschaft habe, dann brauche ich einen Gesellschaftsvertrag. Und da muss ja geregelt sein, was will ich eigentlich? Was wollen wir? Was darf ich? Was sagen die Gesetze? Also was gibt es an Klauseln? Also kann ich beispielsweise sagen, ich gründe eine GmbH, bringe Vermögen ein, schenke den Anteil gegen Nießbrauch meinem 5-jährigen Sohn und schreibe in den Vertrag rein, der Sohn darf bis zu seinem 60. Lebensjahr den Gesellschaftsanteil weder kündigen noch verkaufen. Ist das rechtlich wirksam? Also hier gibt es viele Fragestellungen zwischen dem, was man will, dem, was über Klauseln regelbar ist, dem, was man zwar in Klauseln definieren kann, was aber in der Rechtsprechung nicht halten wird, insbesondere wenn Minderjährige einbezogen werden. Da geht es auch ums Thema um Abfindungsklauseln, nach welcher Höhe findet die Abfindung statt und vieles mehr. Dann, wie ist das alles abgestimmt mit Testamenten und Erbverträgen? Vielleicht bin ich ja schon anderweitig über Verträge gebunden und kann gar nicht agieren, wie ich das tun möchte. Auf der anderen Seite sollte meine Familiengesellschaft natürlich eingebunden sein in Testament und Erbverträge. Meistens müssen die dann auch neu gemacht werden oder werden in diesem Zusammenhang zumindest überarbeitet. Eheverträge sind auch ein sehr, sehr großes Thema, wo wir oft feststellen, dass es da, wie soll ich sagen, wenig Kenntnis gibt zur Thematik, wenn man verheiratet ist. Der Güterstand der Zugewinngemeinschaft bedeutet ja nicht, dass allen Eheleuten beides gehört, sondern Zugewinngemeinschaft bedeutet,
Wir haben getrennte Vermögenssphären der Eheleute mit einem Ausgleich des Zugewinns bei Beendigung der Ehe durch Tod, Scheidung oder Grundvertrag. Thema Güterstandsschaukel, etwas, was in diesem Kontext häufig lesen und hören werden, wenn es um das Thema Vermögensstrukturierung im Familienkontext auch hier geht. Also Eheverträge, ganz, ganz wichtiges Thema. Dann, wie steht es eigentlich mit Vollmachten? Was ist mit Publizitätspflichten? Muss meine GmbH Abschlüsse machen? Wie detailliert müssen die sein? Was taucht im Bundesanzeiger auf? Wie genau ist es im Transparenzregister registriert? Dann, wie sind eigentlich laufende Kosten und Aufwand? Bei vielen Vergleichen und bei vielen Darstellungen zu Vorteilen von Gestaltungsmodellen und Überlegungen fehlen die einmaligen und die laufenden Kosten, also Kosten für Rechtsberatung, Steuerberatung, Notar, gegebenenfalls Steuern, die entstehen, sind ja auch so eine Art implizite Kosten. Auch die muss man natürlich auf dem Schirm haben. Also Familiengesellschaften, große Gestaltungsmöglichkeiten, unheimlich viele Details. Aber in den Details liegt natürlich auch Chancenpotenzial, aber natürlich auch gewisse Risiken. Und die Komplexität, die dann da ist, die ist wirklich sehr hoch, weil stellen Sie sich vor, Sie sagen heute, ich gründe eine GmbH, lege entsprechend Kapital ein über die Kapitalrücklage, fahre jetzt eine Anlagestrategie in der GmbH. Macht es dann Sinn, beispielsweise Gold in der GmbH zu kaufen? Sie hören es wahrscheinlich raus. Meistens nein. Warum? Weil auf der GmbH-Ebene Gold immer steuerpflichtig ist. Gold im Privatvermögen ist nach einem Jahr steuerfrei. Also würde ich Gold wahrscheinlich eher im steuerlichen Privatvermögen halten. Also wenn eine Gesellschaft, dann eine Gesellschaft, die der privaten Vermögenssphäre zuzurechnen ist, steuerlich gesehen. Möchte ich Aktien kaufen? Habe ich ja die Wahl, Aktien im Privatvermögen, Abgeltungssteuer oder einen Aktienfonds, Teilfreisteuerung im Privatvermögen 30%, Teilfreisteuerung auf der Unternehmensebene für Zwecke der Körperschaftssteuer 80%, für Zwecke der Gewerbesteuer 40%. Also unheimlich viele Wechselwirkungen, weil natürlich auch die laufende Deklaration von steuerpflichtigen Erträgen im Privatvermögen häufig einfacher und effizienter funktioniert als in Gesellschaften, weil die Bescheinigung der Banken für steuerliches Privatvermögen im Rahmen der Abgeltungssteuer meistens sinnvoller zu nutzen sind als die Bescheinigung im betrieblichen Vermögen oder Kapitalgesellschaften. Da muss der Steuerberater über die Buchhaltung quasi alles im Detail abbilden. Macht es aufwendiger, macht es teurer und auch natürlich dieser Mehraufwand und dieses Risiko davon, Steuerbilanzen oder Handelsbilanzen nicht korrekt zu erstellen, muss man auch hier im Gesamtkontext mit zu berücksichtigen. Hier mal mitgebracht und beispielsweise Teaser für Fragestellungen bei der Kapitalgesellschaft, wenn es eine operativ tätige Gesellschaft wäre als Beispiel. Ich kann den 8b nutzen, 95% steuerfrei bei Gewinnen bei Aktien, aber Verluste steuerlich irrelevant, kann ich nicht gegenrechnen. Dividenden, Streubesitzdividende, 30% Steuerbelastung. Also steuerlich sind Aktien oder Aktienfonds im Betriebsvermögen von Kapitalgesellschaften erstmal das Interessanteste. Aber damit habe ich ja das Problem, wenn ich alles in Aktien investiere, habe ich keine Risikostreuung. Habe ich ein operatives Unternehmen, dann würde ich ausschütten, zahle ich Steuern, Abgeltungssteuer, respektive Teileinkünfteverfahren, was eine ähnliche steuerliche Belastung ergibt, aber ich reduziere meine Haftungsmasse. Es macht ja auch keinen Sinn bei einer operativ tätigen Gesellschaften, um die Steuer erstmal in die Zukunft zu schieben, die Beschränkung der Haftung einer GmbH, Gesellschaft mit beschränkter Haftung, auszuhöhlen, weil ich immer mehr Vermögensmasse anreichere. Deswegen auch hier das Thema entsprechende Holdingstrukturen für Dividenden, brauchen Sie auch die 7-Jahresfrist nicht zu berücksichtigen. Dann die Frage ist, Risikosteuerung heißt meistens viele Transaktionen, aber viele Transaktionen erzeugen viele Belege. Viele Belege sorgen für viel Aufwand beim Steuerberater, sorgen für hohe Kosten in der Deklaration. Und auch die Digitalisierung hat hier noch einiges zu tun, aber da bleiben Themen offen. Dann die Frage, wie eben angeführt, welche Vermögensklassen kaufe ich eigentlich auf der GmbH-Ebene? Denken Sie an das Thema Gold. Welche Vermögensklassen kaufe ich vielleicht privat, aber im Rahmen einer Versicherungsstruktur? Und diese ganzen Wechselwirkungen zusammen zeigen, glaube ich, sehr gut, dass das Instrumentarium, was Sie haben, um Vermögen zu strukturieren, vor dem Hintergrund von Vermögenssteuern, Vermögensbelastungen und Ähnlichem, da gibt es gute Instrumente, da gibt es erprobte Instrumente, aber die haben eben auch eine gewisse Komplexität und sie sind nicht für sich zu betrachten, sondern immer wieder, denken Sie an das Thema Vermögens- und Liquiditätsplanung, wie vorhin dargestellt, hier entsprechend abzubilden. Also Vernetzung ist hier wirklich der Erfolgsfaktor,
an dieser Stelle, und ich habe es Ihnen hier nochmal gezeigt, als Erinnerung, ja, Sie sehen hier, es gibt viele, viele Themen und die steuerlichen und rechtlichen Aspekte, die sind lediglich ein Kernthema. Insgesamt soll das Werbung dafür sein, dass Sie klar oder Klarheit gewinnen, wie Ihre Lebensplanung ist, wie die Lebensplanung Ihrer Familie oder der Personen sein soll, die Sie in Ihre Überlegungen einbeziehen möchten. Dann zu überlegen, was macht wirtschaftlich Sinn, und dann überlegen, wie mache ich das Ganze denn sinnvollerweise in der rechtlichen Strukturierung, wie mache ich das steuerlich und wie bringe ich die Wechselwirkung eben auf einen Punkt. Ja, meine Damen und Herren, 19.07 Uhr sind 5 Minuten über die Zeit. Also an der Stelle jetzt auch eine gute Gelegenheit, natürlich mal Fragen zu stellen. Ich weiß, das Thema ist natürlich, das muss man ja leider sagen, etwas komplex. Das mit dem Bildschirm am Anfang, tut mir leid, da haben der Kollege und ich das nicht richtig gesehen, aber es hat ja dann entsprechend hier funktioniert. Genau, also ich würde nur noch mal auf Ihre Fragen eingehen, kann Sie nur motivieren, sich mit der Thematik zu beschäftigen, die Emotionen außen vor zu lassen, wie bei der Geldanlage. Wenn Sie im März 2020 dachten, die Welt geht unter und haben dann Entscheidungen getroffen, dann werden Sie rückblickend feststellen, das waren jetzt finanziell wahrscheinlich nicht die besten. Grundsätzlich unter emotionalem Stress, unter emotionaler Einwirkung Entscheidungen zu treffen, ist selten ein Garant für gute Entscheidungsqualität. Und so ist es jetzt auch bei diesem Thema Vermögensabgabe, Vermögenssteuern, insgesamt Steuer oder Zugriff des Staates auf im Endeffekt das eigene Vermögen, die Objektivität, und ist ein wichtiger Punkt, der wichtig ist. So, was haben wir jetzt noch an Themen? Hallo, genau, gesprochene. Genau, Ton funktioniert jetzt, genau, das haben wir jetzt gesehen. Also ich versuche das jetzt mal kurz zu strukturieren von den Themen. Können Kreditbelastungen abgezogen werden? Naja, die Frage ist, abgezogen werden bei was? Sie haben ja gesehen, wir haben verschiedene, ich sag mal, Steuerarten. Halten wir es mal auf der pauschalen Ebene. Also beispielsweise, wenn Sie eine vermietete Immobilie haben, dann gibt es ein Verfahren, nach dem der steuerliche Wert berechnet wird für Zwecke der Erbschaft und Schenkungssteuer. Und von diesem errechneten Wert können Sie 10% abziehen, steht in § 13d drin. Also steuerlicher Wert 1 Million, 10% runter. Dann sind 900.000 Euro die Bemessungsgrundlage. Wenn Sie dann noch Darlehen drauf haben, dann können Sie diese Darlehen abziehen. Also haben Sie noch 500.000 Euro Darlehen, dann sind 500.000 Euro relevant, aber auch wiederum 10% abziehen. Das heißt, von 500.000 sind 450.000 relevant. Also so ist beispielsweise bei dem Thema Vermögensübertragung der Immobilie im Rahmen einer Schenkung. Was die Vermögenssteuer angeht, da müssen wir momentan noch viel spekulieren. Kommt sie überhaupt? Ich glaube, wir werden wahrscheinlich keine Vermögenssteuer sehen, zumindest keine signifikante. Meine aktuelle Erwartung ist, dass wir eine Erhöhung der Einkommensteuer sehen für hohe Einkommen, also dass wir das Thema Reichensteuer vom Steuersatz von 45% nochmal nach oben nehmen, beispielsweise auf 48%, dass wir vielleicht nochmal gewisse Verschärfungen bei der Erbschaft- und Schenkungssteuer hier auch entsprechend sehen. So ist momentan meine Erwartung, aber ich habe es schon gesagt, man weiß nie genau, was kommt, und man sollte sich auf die verschiedenen Eventualitäten vorbereiten. Und normalerweise würde man annehmen beim Nettoprinzip, dass wenn Sie 3 Millionen Vermögen haben und 1 Million Kredit, dass dann auch nur 2 Millionen für eine Vermögensteuer relevant sein sollten. Aber das haben wir auch bei Kapitaleinkünften gedacht, dass wir Erträge haben und können Aufwendungen abziehen. Und da hat ja auch die Abgeltungssteuer gezeigt, dass man das einfach pauschal wegnimmt und sagt, nee, ihr habt einen Freibetrag von 800 Euro und alles drüber ist halt persönliches Problem. Also das muss man abwarten, mit was die Kreditbelastung betrifft. Kann man, statt Nießbrauch auch alten Teil eintragen lassen, um ähnliche Effekte zu erzielen? Also, okay, das wird jetzt zu weit führen. Sie haben grundsätzlich verschiedene Möglichkeiten, Vermögen zu übertragen. Und dann ist eigentlich die gleiche Logik. Ich übertrage, aber behalte mir etwas vor. Ja? Der Klassiker heißt der Nießbrauch, aber Sie haben noch verschiedene Varianten drunter. Ich glaube, das führt jetzt hier in dem Rahmen dann doch
etwas zu weit, aber grundsätzlich, ja, es macht Sinn, sich mit den verschiedenen Varianten zu beschäftigen. Auch zum Thema Immobilie. Oft wird man gesagt, nee, wir schenken die Immobilie den Kindern. In vielen Fällen ist es deutlich cleverer, die Immobilie den Kindern zu schenken, weil was passiert? Wenn sie die Immobilie verschenken, haben wir die sogenannte Fußstapfentheorie. Die Kinder treten in die Fußstapfen der Schenker, in dem Beispiel der Eltern, und führen die Anschaffungskosten fort. Also ist da nicht mehr viel abzuschreiben in vielen Fällen. Verkaufen die Eltern die Immobilie nach der Spekulationsfrist von 10 Jahren an die Kinder, dann können die Kinder von dem Verkehrswert, vom bezahlten Kaufpreis neu abschreiben. Sie haben neues Abschreibungspotenzial. Die Kinder haben natürlich, können anteilig auch Kredite aufnehmen, können den Kredit über Bewerbungskosten natürlich auch hier geltend machen. Und da wir bei der Immobilie einen Vermögenswert haben, der bei verschiedenen Inhabern unterschiedliche Renditen generiert, kann es durchaus interessant sein, weil eine Immobilie, die voll entschuldet ist, also keine Abschreibung mehr, keine Kreditzinsen, hat ja bei gleichen Mieten und gleichen Nebenkosten und nicht umlagefähigen Aspekten, ja, für jemand, der mit 50% Fremdkapital agiert und auf einmal wieder höhere Abschreibung hat, ja eine höhere Nachsteuerrendite. Also das Thema Immobilienverkauf im Familienkontext ist meines Erachtens auch eine Gestaltungsüberlegung, die in vielen Fällen gar nicht erst bedacht wird, obwohl sie viele Vorteile hat. Wird bei der Erbschaftssteuer auch Gold erfasst? Ja. Grundsätzlich, wenn jemand stirbt, es gibt einen Nachlass, es gibt ein Nachlassverzeichnis. Da sind natürlich auch Schließfächer, Gold und alles mit zu addieren. Und die Steuerpflichtigen sind natürlich aufgerufen, über ihre Mitwirkungspflichten ein korrektes und richtiges Bild entsprechend hier zu zeichnen. Also Edelmetalle sind hier natürlich auch erfasst. Ähnliches würde ja auch für eine Vermögenssteuer gelten. Die Bemessungsgrundlage ist das Gesamtvermögen, egal ob es im Inland oder im Ausland liegt. Und wer jetzt sagt, naja, dann ziehe ich eben morgen ins Ausland. Denken Sie mal an das Thema Wegzugsbesteuerung bei steuerverstricktem Vermögen. Gilt insbesondere für die Unternehmer unter Ihnen. Auch das Thema Außensteuergesetz eine Sache für sich. Beschränkte Steuerpflicht, erweitert beschränkte Steuerpflicht. Also da gibt es vier Spielarten mit verschiedenen Konsequenzen, die man da berücksichtigen muss. Was sind Ihre Konditionen und der Prozess einer Beratung? Ja, man telefoniert oder hat ein Videogespräch und dann bespricht man, was wir tun können, was die Anforderungen sind. Danach gibt es ein schriftliches Angebot und das kann man dann besprechen. Genau, will ich jetzt gar nicht weiter vertiefen, soll ja keine Werbung hier sein. Ab welchem Vermögen ist es möglich, sich von Ihnen beraten zu lassen? Da gilt die gleiche Aussage wie eben. Können Sie was über eine GbR innerhalb der Vermögensverwaltung der Familie sagen? Dies müsste doch unkomplizierter sein als eine GmbH. Also GbR, Gesellschaft bürgerlichen Rechts. Erstmal natürlich unkomplizierter. Grundsätzlich macht es aber natürlich Sinn, einen GbR-Vertrag zu erstellen. Die ganzen Überlegungen, die ich eben aufgezählt habe für Familiengesellschaften, gelten natürlich auch hier. Aus meiner Praxis sehen wir GbRs meistens nur bei Vermögen, die, ich sag mal, kein großes Streit- bzw. Haftungspotenzial haben. Also beispielsweise, ich mach's mal simpel, Sie haben ein Wertpapierdepot und die Gesellschaft verwaltet nur dieses Wertpapierdepot, dann ist das Haftungspotenzial daraus gering. Dann muss eben definiert werden, wer tut was. Sie haben eine Zuordnung natürlich dann auch der Erträge. Auch die Bank will übrigens immer den GbR-Vertrag sehen. Man will ganz klar wissen, wer ist Gesellschafter. Thema KYC, Know Your Customer, Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und ähnliches sind da Themen. Aber ja, eine GbR kann in manchen Fällen eine ausreichende Möglichkeit sein, um eine gemeinsame Vermögensstrukturierung zu haben. In der Praxis ist es aber meistens so, dass eher eine KG gewählt wird, eine Kommanditgesellschaft. Warum? Weil Sie bei einer Kommanditgesellschaft haben Sie einen Komplementär als Vollhafter, der auch die Geschäftsführung entsprechend übernimmt. Und dadurch haben Sie eben auch nochmal verschiedene Aspekte, was es darum geht, den Einfluss eben in der Zukunft eben zu haben. Die überlegen uns natürlich auch immer, wenn ich in eine Kapitalgesellschaft gehe, habe ich vielleicht einen Ticken mehr Aufwand, aber ich habe vielleicht auch ein paar Probleme weniger in der Regelung. Denken Sie an das Thema Nießbrauch. Bei Kapitalgesellschaften ist es deutlich einfacher zu strukturieren als bei Personengesellschaften. Da hat bis vor ein paar Monaten noch jeder Steuerberater, Rechtsanwalt die Hände über den Kopf zusammengeschlagen, wenn es hieß Nießbrauch an der Personengesellschaft. Hat sich ein bisschen gedreht, aber trotzdem ist da die GmbH eher im Fokus. Also hängt da wirklich sehr stark von den Wünschen ab.
Und je nachdem, wie sie strukturiert sind, kann es ja beispielsweise auch sinnvoll sein, dass man beispielsweise sagt, Sie haben Immobilienbesitz, der ist aus der Spekulationsfrist draußen, der wird dann im Rahmen einer vermögensverwaltenden Personengesellschaft gehalten, sagen wir einer GmbH und Co. KG, die gewerblich entprägt ist. Da werden dann die Kinder entsprechend mit dran beteiligt. Dann gibt es Wertpapiervermögen, beispielsweise bei dem dann entsprechender Nießbrauch hier bestellt ist. Also sprich, es gibt ja nicht so, dass Sie sagen, es gibt die eine Lösung, sondern in vielen Fällen ist es so, dass aufbauend auf Ihrer Lebensplanung, auf Ihren Wünschen, kombinieren Sie verschiedene Varianten aus gesellschaftsrechtlichen Varianten und Versicherungslösungen und Nießbrauch, um quasi zu dem perfekten Ergebnis zu kommen, was es da für Sie ausmacht. Also GbR, ja. Nießbrauch beim Eigennutzen Wohnheim, Ferienwohnung, Hintergrund, Verkehrswert, Senkung der Immobilie. Naja, Nießbrauch senkt, also hier geht es darum, ob der Nießbrauch bei Eigennutzen Immobilien auch quasi den Verkehrswert senkt, weil man ja sagen könnte, naja gut, da ist ein Nießbrauch drauf oder ein lebenslanges Wohnrecht eingetragen. Die Frage ist ja, für einen dritten Käufer ja, aber für den jetzigen Nutzer, wir kennen ja auch Länder, bei denen es so ist, wenn Sie in einer Immobilie wohnen, dann können Sie zwar die Kosten absetzen bei der eigennutzenden Immobilie, können Sie in Deutschland nicht, aber Sie müssen auch eine kalkulatorische Miete versteuern. Also von daher müsste man es mal im Detail überlegen, wenn es um das Thema Abgabe auf Immobilienvermögen geht. Aber ich glaube, grundsätzlich zu einfach gestrickte Lösungen passen da nicht. Dann kommt hier noch die Ergänzung. Angeblich ist für 2024 ein Lastenausgleichsgesetz schon geschrieben. Also ich sag mal so, man hört zu dem Thema Steuern immer sehr viel. Wie oft man schon gehört hat, dass beispielsweise die Spekulationsfrist von 10 Jahren bei Immobilien fallen soll. Ich bin jetzt, glaube ich, seit 18 Jahren in der Finanzplanung tätig und ich habe das gefühlt vor 18 Jahren schon gehört. Also da gibt es unheimlich viele theoretische Möglichkeiten. Praxishinweis aus meiner Perspektive noch, wenn etwas zu gut klingt, also gar keine Nachteile hat oder Ihnen zu günstig erscheint oder zu einfach, dann hat es meistens einen Haken, den Sie übersehen, weil alle Varianten sind mit einem gewissen Zeitaufwand und mit einem gewissen, sag mal, auch Hirnschmalz bei der Idee auch hier verbunden. Aber wie gesagt, grundsätzlich soll der Aspekt sein, Sie haben über die Möglichkeiten, wenn Sie sich beschäftigen, wirklich gute Möglichkeiten, Vermögen zu strukturieren. Und genau. Ja, meine Damen und Herren, gibt es von Ihrer Seite aus noch Fragen? Ansonsten, auch das gilt ja immer bei unseren Webinaren, Sie können auch im Nachgang einfach eine E-Mail schreiben oder kurz anrufen, aber ich gehe nochmal hierauf zurück. Sie haben ja jetzt auch gesehen, man kann jetzt nur mal einen groben Überblick geben, aber wenn Sie sagen, was aus meiner Sicht das Wichtigste ist, dann ist das wirklich die Thematik. Hier, auch wenn es langweilig klingt und das nicht so spannend ist, wie ein YouTube-Video zu schauen zur Stiftung in Liechtenstein, die ja die eierlegende Wollmilchsau ist und alle Probleme löst. Die Basis sollten Sie schon immer haben. Erst die Pflicht, dann die Kür. Auch das Thema Pflichtstiftung im Inland und im Ausland werden wir, glaube ich, nochmal bei Cashkurs bei einem Webinar behandeln. Die Überlegung ist ohnehin, in der Zukunft mal mehr Praxisfälle hier anzubieten, sei es als Webinar oder sei es einfach auch als Video, wo ich Ihnen Beratungsfälle auf anonymisierter Basis aus meiner Praxis geben werde. So ein bisschen von den Vermögenshöhen auch unterschiedlich, vielleicht mal was mit, wo man sagt, was muss jemand berücksichtigen, der jetzt einfach dadurch, dass seine 3 Mehrfamilienhäuser in München eben sehr wertvoll geworden sind, jetzt auf einmal Erbschaftsschenkungssteuerthemen hat, die er in der Familie bis dato nicht kannte. Was hat der eigentlich für Themen und was ist da bei einem Ehevertrag vielleicht mal mit dem Rechtsanwalt aus einer wirtschaftlichen Perspektive zu besprechen? Also, dass man einmal solche Fälle hat und dann vielleicht auch Fälle, wo wir sagen, wir haben den Unternehmer oder das Unternehmer-Ehepaar, wo dann vielleicht auch ein zweistelliges Millionenvermögen vorhanden ist mit 2 Kindern, was dann Überlegungen sind. Einfach, dass Sie da eine große Bandbreite auch haben als Denkanstöße auch für Ihre eigene Struktur. Aber egal, wie hoch das Vermögen ist, der Teil hier mit der Vermögensbilanz, der Liquiditätsplanung, meines Erachtens das der zentrale Aspekt. Und das hier ist auch ein realer Fall, kann ich Ihnen sagen, mit dieser fiktiven Vermögensteuer. Da war einfach die Überlegung mit dem Mandanten zu sagen, was ist denn jetzt, wenn wir eine Vermögenssteuer bekommen auf Basis der Wahlprogramme, wir unterstellen mal 1% auf die Hälfte des Vermögens, das sind 40.000 Euro netto, das haben wir als Ausgabe, was heißt das?
Und im konkreten Fall hatte das dann Auswirkungen, weil ursprünglich war der Vater vor allem war auf dem Trip zu sagen, jetzt alles Vermögen auf die Kinder rüber, damit wir als Eltern nicht in die Vermögensteuer fallen. Nachdem wir dann das Thema Vermögensteuer mal diskutiert haben, haben wir gesagt, wir warten jetzt mal mit den Schenkungen beziehungsweise strukturieren die anders, um abzuwarten, was bei der Vermögensteuer rauskommt, damit sie eben nicht im Nachgang nach einer Schenkung feststellen, Moment mal kurz, ich jetzt als Seniorengeneration, ich habe jetzt zwar die erbschaftsschenkungssteuerlichen Aspekte super strukturiert, aber eigentlich ist jetzt meine eigene Lebensplanung ein bisschen unsicherer geworden, weil ich habe jetzt eben hier so einen Ausgabenposten von in dem Beispiel 40.000 Euro, der doch einiges an Veränderungen hat. Insgesamt, auch das muss man nochmal hier sagen, ich habe jetzt viel über steuerliche Aspekte gesprochen. Wir lösen das immer mit dem Steuerberater, dem Rechtsanwalt des Kunden, in vielen Fällen mit einem Spezialisten bei uns aus dem Netzwerk, weil auch das jetzt ohne jetzt einem Steuerberater oder Rechtsanwalt zu nahe zu treten, einem Rechtsanwalt oder Steuerberater, der noch keinen Nießbrauch am Wertpapierdepot in der Praxis vor Augen hatte, respektive einen Schenkungsvertrag mit Nießbrauch an Wertpapierdepot definiert hat, mit dem würden wir jetzt nicht mit Mandanten diese Themen durchgehen. Also da braucht man schon jemanden, der es auch in der Praxis kann und nicht nur in der Theorie. Genau, wir schauen mal, ob noch Fragen da sind. Genau, Eigentümer, Briefgrundschuld eintragen, um selbstgenutzte Immobilie vor Zwangshypothek zu schützen, als Idee. Ja, das Thema kennt man auch, aber wenn Sie jetzt an die, das ist immer die Frage, vor welch, das meine ich mit, vor was wollen Sie sich schützen? Das eine ist ja Thema Asset Protection. Sie sind Unternehmer und Sie wollen sich dafür schützen, dass Sie. Und wir sind Geschäftsführer, dass jemand durch die haftungsgeschützte Hülle durchgreift und sie für irgendwas verantwortlich macht oder sonstige Haftungsansprüche. Also quasi auf der privaten Ebene Haftungsansprüche. Und dann geht es natürlich darum, sagen, okay, was kann man da tun? Das ist etwas anderes, als wenn Sie sagen, der Staat, der bemisst das Vermögen zu einem gewissen Stichtag und er sagt, naja, Sie können auf die eigennutzige Immobilie eintragen lassen, was Sie wollen. Und ob der Verkehrswert am Markt jetzt geringer ist, aber Sie haben ja den Nutzen, dass Sie kostenfrei in Ihrer eigenen Immobilie wohnen und wir besteuern im Endeffekt die Nutzung. Also von daher, wie gesagt, man muss das wirklich auch abwarten und immer überlegen, gegen welches Risiko genau will ich mich schützen. Das ist ja ähnlich wie mit dem Thema Inflation. Wenn Sie sich gegen Inflation schützen wollen, dann bringt es ja nichts, wenn Sie nur Gold kaufen. Ja, dann historisch war der beste Schutz vor steigender Inflationsrate ein global ausgerichtetes Portfolio mit verschiedenen Vermögensklassen. Also von Edelmetallen über Aktien und Immobilien war immer besser als nur eine Vermögensklasse. Und so ist es bei den Vermögensstrukturüberlegungen bitte auch, ja, Lastenausgleichsgesetz, Epoch Times, genau, schaue ich mir gerne mal an. Aber wie gesagt, meine persönliche Erwartung ist, die Vermögensteuer wird für die meisten nicht so eine große Belastung sein. Eher das Thema Erbschaft und Schenkungssteuer, weil da sehr klar ist, an welchen Schrauben man drehen muss. Einkommensteuer ist auch sehr klar. Änderung des Abgeltungssteuersatzes ist auch administrativ relativ einfach. Und das sind eher die Punkte, glaube ich, an denen man hier entsprechend drehen wird. Genau. Ja, meine Damen und Herren, was kann ich Ihnen noch mit auf den Weg geben in der Kürze der Zeit? Ich hoffe, es waren ein paar Denkanstöße dabei. Wollte Sie vor allem auch sensibilisieren dafür, dass für die Vermögensstrukturierung es nicht langt, mal ein 10 Minuten YouTube-Video zum Thema Stiftung zu schauen oder einen Artikel in der Zeitung zu lesen. Was wir momentan auch oft sehen, Thema Wegzugsbesteuerung, kommen alle möglichen Ideen. Wenn Sie mal Ihren Steuerberater fragen, wie das genau funktioniert, dann wird er Sie schon darauf hinweisen, dass es nicht ganz so einfach ist. Oder Holding gründen in Dubai oder in einer sonstigen Niedrigsteueroase. Auch da muss man sagen, reden Sie mal mit Ihrem Steuerberater, werfen Sie einen Blick ins Außensteuergesetz, dann werden sich viele dieser Pläne relativieren. Also lassen Sie sich da jetzt nicht in so ein steuergetriebenes Handeln reinzwängen. Das ist im Regelfall schlecht für Ihre weitere Vermögensentwicklung. Auch denken Sie dran, bei Gesellschaften im Ausland, wenn Sie ein Ausland haben, wo Sie immer einen Einheimischen mitbrauchen in der Geschäftsführung, was da an Missbrauchsrisiko theoretisch mit drin steckt. Ja, genau. Also dementsprechend die Ansätze, wenn man es auf den Punkt bringen will, zum Ende, saubere Vermögensbilanz aufstellen aus verschiedenen Dimensionen, Liquiditätsplanung auf Basis Status quo, verschiedene Instrumenten und Varianten überlegen.
Sie haben eben gesehen, das Instrumentenset ist relativ groß und ist auch relativ vielfältig. Man kann unheimlich viel in Deutschland steuerlich sauber, legal, ordentlich, mit vertretbarem laufenden Verwaltungsaufwand entsprechend auch hier strukturieren und aufsetzen, ohne sich in abstruse Steuersparmodelle entsprechend hier zu begeben und dann diese Pläne entsprechend in der Bilanz, in der Liquiditätsplanung abbilden. Dann sind Sie da, glaube ich, ganz gut aufgestellt. Ja, meine Damen und Herren, gibt es noch Punkte? Ansonsten würde ich sagen, haben Sie sich dann noch den Feierabend verdient? Wie gesagt, die Konserve wird dann entsprechend im Nachgang zur Verfügung gestellt. Wenn Sie ansonsten noch Anregungen oder Ideen haben, auch zu Themen, können Sie mir gerne eine Mail schreiben. Wie gesagt, in der Zukunft, ich werde mal mehr Praxisthemen mit einbauen. Sie wissen ja bei mir auch, ich bin kein Journalist und ich bin auch nicht so nebenbei in das Thema Finanzen reingerutscht, sondern wir machen das seit 15 Jahren. Von daher unsere originäre Tätigkeit ist die Beratung und in zweiter Linie ist es die Wissensvermittlung und nicht umgekehrt. Und ich glaube, auch das ist ein ganz guter Punkt in der heutigen Zeit, was das Thema Praxisbetrachtung angeht. Also in diesem Sinne darf ich mich bei Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit bedanken. Wünsche Ihnen vor allem noch einen schönen Abend. Bleiben Sie gesund. Bis bald. Auf Wiedersehen.